So, und damit geht's heute mal los im Dorfturnier 2023 mit dem offiziellen Eröffnungsspiel Braunex 11 gegen den 1. FC Koppelnacken. Letztes Jahr wusste ich schon noch nicht, wie die genau heißen, aber jetzt geht's hier mal los im diesjährigen Dorfturnier. Das letzte Jahr ist Geschichte, nun wollen wir sehen, was dieses Jahr passiert. Und damit geht es los im Eröffnungsspiel. Diesmal kein zweites Spiel zeitgleich, sondern erstmal dieses Spiel hier. Heute mal wieder freihändig, was die Videos angeht. Zumindest mal für heute. Und die Braunex 11 kann sich den Ball jetzt auch erstmal hinten erstmal auflegen. Ich denke mal, es wird wieder auch wieder 15 Minuten und so laufen, dass ich wieder so ein komplettes Spiel machen kann. Zu jedem Spiel die wichtigsten Szenen einfach nur zusammenzuschneiden wäre ein bisschen kompliziert, weil das Spiel ja auch nur 15 Minuten dauert und praktisch in jeder Sekunde irgendwas passieren kann. Schiedsrichter heute Manfred Mies und ich glaube ein anderer Schiedsrichter ist noch Bernhard Lichtenberg. Ja, das wäre so ein Ding gewesen, hat sich vielleicht auch an Salisha ein Beispiel genommen, aber ich glaube, das sollte eigentlich schon ein Rückpass werden. Das, ich dachte, der wird einfach direkt abschließen. Ah, Ball landet rechts von mir. Was eine Torschotter, Alter. Das Dorfturnier ist keine 5 Minuten alt, was die Spiele angeht. Und direkt schon das erste Missgeschick hier. Iker Casillas traut sich erstmal ein bisschen aus dem Strafraum raus. Es wird einen Einwurf geben für Koppelnacken. Sie halten ihre Abwehrlinie sehr offensiv in der gegnerischen Hälfte. Bringen jetzt die Flanke zu Karbaum und Kim Stöppel jetzt erstmal hier im Vorwärtsgang für die Braunex 11. Bringen jetzt die Flanke von der Eckfahne rein. Und Koppelnacken kann umschalten. Hoffentlich machen sie es jetzt besser. Ja, und sie haben es besser gemacht, aber nicht ganz so gut, dass der Ball im Tor landet. So, Tiernan Dau, der endlich mal auch mal sein Comeback hier gibt. Mal mit der Ecke. 1, 2. So, der Fahrer des Wagens, MHV57E, bitte sofort wegfahren, wenn irgendwas am Auto kaputt ist, durch Sperre und so weiter, Eigenschaden, MHV57E, bitte sofort weg. So, hier die Chance, jetzt mal wieder für Koppelnacken, sie spielen bisher sehr gut, aber machen noch kein Tor. Nein, ich habe auch letztes Jahr im Dorfturnier gesagt, ich würde eigentlich keine Zeitstempel oder so reinmachen. Aber ich habe es mir dann doch nochmal anders überlegt. Ich meine, jetzt ist das vielleicht nochmal was anderes, wenn man es von vor ein paar Monaten, also betrachtet vor ein paar Monaten oder so, habe ich es mal geändert. So ein bisschen optimiert, sag ich mal. Und Tiernan Dau mit der Balleroberung wusste erst selbst nicht so richtig, was er da macht. Ja, und das erste Tor des Dorfturniers erzielt Koppelnacken. Ja, ich hoffe, ich habe das richtig drauf gehabt. Der geht erst vom Pfosten rein und dann ins Netz. Das erste Tor des Dorfturniers. Es soll eins von vielen natürlich sein. Wir werden hier, denke ich mal, auch einige Spiele mit vielen Toren auf beiden Seiten sehen, bestimmt den ein oder anderen hohen Sieg.
Gipfel Schlimmer sind auch wieder dabei, der Titelverteidiger. Aber ohne Matthias Haben und Nenad Lazarevic sind sie natürlich geschwächt. Johansen und Sohn sind auch dabei bei den Gipfelstürmern. Also vielleicht nicht ganz so geschwächt, wie man es jetzt vielleicht erstmal behaupten mag. Ja, und den wehrt Iker Casillas einfach mit dem Bein ab, im Fuß. Und Karbaum. Ja, und da steht Andau am zweiten Pfosten und es wird diesen Abschuss geben. Also, die Braunex-Elf bisher noch nicht so ganz im Spiel drin, aber vielleicht ändert sich da jetzt mal was. Ja, und es gibt diese Ecke. Es sind auch tatsächlich ein paar Spieler, glaube ich, einzeln von der dritten Mannschaft vertreten, auch wenn sie natürlich dieses Jahr nicht mit einer eigenen Mannschaft angetreten sind. Und Stöppel, erste richtig gute Chance für die Braunexel heute. Warum man sich jetzt heute auch für alte Spanien-Trikots entschieden hat, ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind 2006er WM-Trikots. Ja, das ist ein Torwartball für Casillas, den kann er ganz einfach hier verwerten und weiterleiten. Vielleicht muss man es auch hier einfach mal jetzt mit dem langen Ball versuchen. Stöppel steht da einigermaßen frei, nur von einem bewacht. Ja, da kann er nichts wieder anfangen erstmal. Und Kopf in Nacken, wieder mit der Chance. Der Ball kam zu Kabam, also war für ihn gedacht. Und Stöppel mit der Gelegenheit, den legt dann nochmal ab. Und dann ist die Chance, das können sie ja machen. Sie spielen einfach mehrfach hin und her, so Tiki-Taka-mäßig. Aber so wie Spanien 2010 war das noch nicht. Und Karbaum im Gegenzug, in der Drangphase der Braunex-Elf. Da gehe auch ich direkt mal an die Grenzen, muss direkt schon den ersten Ball des Tages holen. Bin mir extra jetzt erstmal hier hingegangen, weil ich jetzt heute mal nicht besonders Lust habe, wieder zigtausend Jahre in den Brennnesseln zu verbringen. Da dachte ich erstmal, vielleicht mäht man die dieses Jahr mal endlich, damit man die Bälle zumindest erstmal schneller findet. Oh ne, weil auch Hälfte in den Grünschnitt zuständig ist, hat es einfach verpeilt, glaube ich. Ja, das sieht vielversprechend aus. Und da ist der Ausgleich. Es steht 1:1. Das Spiel ist wieder offen. Ja, und jetzt wieder Kopf in Nacken. Gibt auch, glaube ich, mal wieder kein Abseits, deswegen wird es viel mehr Torraumszenen geben. Und da ist das 2:1 direkt im Gegenzug. Ja, 2:1. Zwei Tore innerhalb von einer Minute. Man würde ich jetzt mal sagen, zwei innerhalb von einer Minute. Und jetzt nochmal ein langer Ball für Kim Stöppel. Ja, ich dachte, da könnte er nichts mit anfangen, aber zwei Leute müssen ihn hier beackern. Und es geht mit diesem Einwurf weiter, ziemlich weit an der Eckfahne. Ja, der nächste gelupfte Ball in den Strafraum, der ankommt. Man kann ihn annehmen. Und da kommt diese Flanke rein, wird aber abgewehrt. Nochmal eine Druckphase von der Braunex-Elf. Ja, Stöppel, der versucht ihn dann nochmal entweder rauszulegen oder für sich aufzulegen und es gibt Abstoß. Langer Ball von Samu Dubale hier auch mit der 4 mittlerweile im Spiel, ein Niem Gerstenberg auch.
Alles gut. Da ist ein Tor gefallen. Oh, es ist ein Tor gefallen. Habe ich das verpasst? Oh, gerade wohl wegen dem Schiedsrichter. Habe ich das verpasst? Hä? 2-2? Keine Ahnung, wer es gerade. Ich habe auch gar nicht. Es wurde nicht groß gejubelt. Deswegen habe ich das gar nicht richtig mitbekommen. Naja, gleich werde ich es ja nochmal sehen, hoffentlich. Dann der nächste hohe Ball. Ich weiß auch nicht, wie viele Videos ich heute zu den Spielen an sich mache. Bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob so viele werden wie letztes Jahr oder ob ich nur 2-3 mache. Kann auch sein, dass wieder so viele werden. Ich muss halt zwischendurch halt relativ oft auch laden. Also vielleicht nachladen, dass das Handy nicht so schnell leer wird. Und Olli Kesselheim, der den Ball jetzt erstmal nochmal rauslegt, aber das geht nach hinten los. Muss man jetzt auch immer natürlich merken für jedes Spiel, wer gegen wen spielt. Dann kann ich auch direkt den, dass ich direkt auf den Videotitel gehen kann. Der KC Panda Strack und die Popmannschaft. Letztes Spiel KC. Ja, das war jetzt rotzrech, einfach unters Auto geschossen, aber es ist ja ein Klassiker. Jedes Kind, ob das noch auf der Straße Fußball spielt, weiß ja, wie das ist. Ja, der Ball ist dem Torwart einfach durchgerutscht, das passiert Iker Casillas sonst nicht so oft. Sehr ungewohnt, sowas in Iker Casillas zu sehen. Atletico Bin Blau feiert schon im Hintergrund. Wie man es vielleicht gerade noch gehört hat. Ja, vielleicht doch ein unerwarteter Sieg, hey. Für die Iberer. Der wird ganz locker abgefangen und weitergeleitet direkt. Carbon verfängt sich da, der Ball kommt doch an. So, eine Minute, es kam gerade die Ansage. Also da habe ich doch noch ein paar Minütchen hier, wahrscheinlich oder mehrere Sekunden mit dem Schneiden rausgeholt. Ich meine, so je nachdem, so 2 Minuten Video machen natürlich auch was aus in der Gesamtaddition, wenn man das ganze Datenvolumen auf dem Handy mit einberechnet. Das macht schon was aus, würde ich behaupten. Auch wenn es, sag ich mal, nur 2 Minuten sind. In der Gesamtaddition macht das was aus. Okaba mit Tianan Dao. Oh, ich dachte kurz, für eine Minute, für eine Sekunde, das gibt das Tor, das erste Mal, dass man sagen könnte, das ist ein Anwärter fürs Tor des Turniers. Ja, das sollte es aber auch langsam gewesen sein. Vielleicht ist das hier die letzte Aktion. Und der KC Van der Schreck soll sich auch bereithalten. Björn Werner spielt dieses Jahr auch mit. Ich habe ihn eben schon im Trikot gesehen. Und Kim Stöppel mit der Chance. Oh. Ja, das Eröffnungsspiel ist vorbei. 2-2.